Das ist die Spedition Future. Im Laufe des Films zeigen wir euch die vier verschiedenen Kommissionierarten. Die erste Kommissioniermethode ist die auftragsorientierte serielle Kommissionierung. Jeder Kommissionierer durchläuft alle Lagerzonen bzw. Kommissionierzonen. Hier aktuell befindet sich unser Kommissionierer in Lagerzone 2. Jetzt ist er in Lagerzone 3 angekommen. Zuletzt durchläuft er Lagerzone 4 und holt sich die Ware, die er noch für den Auftrag benötigt, um sie zur Sammelstelle zu bringen und den Auftrag abzuschließen. Jetzt ist er an der Sammelstelle angekommen und schließt seinen Auftrag ab. Auftragsorientierte serielle Kommissionierung mit Übergabestellen. Jeder Kommissionierer durchläuft seine eigene Lagerzone. Nach Fertigstellung des Auftrags übergibt er die Ware an den nächsten Kommissionierer. Übergabepunkt von Zone 2 auf Zone 3. Übergabe von Zone 3 auf Zone 4. Nun schließt der letzte Kommissionierer den Auftrag an der Sammelstelle ab. Auftragsorientierte parallele Kommissionierung. Jeder Kommissionierer durchläuft seine eigene Lagerzone und kommissioniert zeitgleich seinen Teil des Auftrages. Jeder Kommissionierer bringt seinen Teil zur Sammelstelle, um die einzelnen Teile der Lagerzone zusammenzufügen. Orientierte parallele Kommissionierung. Jeder Kommissionierer durchläuft seine eigene Lagerzone und kommissioniert zeitgleich seinen Teil mehrerer Aufträge und bringt sie zur Abgabestelle, wo sie auf die einzelnen Aufträge aufgeteilt werden. Kommissionierte Ware wird zur Sammelstelle gebracht. Die Ware wird dem jeweiligen Auftrag zugeordnet und abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Spedition Future. Jetzt durchstarten. Seidenbacher Müsli. Weißt du, das ist das Müsli von dem Seidenbacher.